Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Wir haben hier einen Friedhof anscheinend. Es sind sehr viele Gräber. Und dort sind drei Ausgehobene. Hier steht der Name auf dem Grabstein. Eddie Dombrowski. Hier steht ein Name auf dem Grabstein. Angela Orozco. Und welcher Name steht da drauf? Hier steht ein Name auf dem Grabstein. James Sunderland. Und all das, alles, wo wir durchgegangen sind. Wodurch James gegangen ist. Nur wegen einem Brief von ihr hier. Das ist Wahnsinn. Gut, damit wir auch weiterhin durchgehen können, würde ich sagen, holen wir die Schrotflinte. Und sehen uns das hier an. Denn diese Gräber sind zugeschaufelt. Das hier ist noch offen. Anders gesagt, steigen wir gerade in unser eigenes Grab und fühlen uns toll dabei. Also, ich fühle mich toll dabei. Ich steige gerne in mein eigenes Grab. Das ist mein Hobby. So, es geht... Was war das? Was beim Barte des Zeus war das? Gut, es scheint hier drin sehr kalt zu sein. Eisig kalt. Und da sind Löcher, aus denen Nebel rauskommt. Das ist die Verschwörung von Silent Hill. Eine riesige Nebelmaschine. Oh mein Gott. Schnell hier durch. Und Cutscene, würde ich sagen. Hallo. Eddie, what are you doing? What does it look like? He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie. Have you gone nuts? Das war episch. I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James. Okay, okay, das ist nicht nett, aber wir haben ihm etwas zur Wehr zu setzen und das hier ist ein Schusswechsel im wahrsten Sinne des Wortes, oh mein Gott. Heilung, was habe ich, 20, 11? Ich hole 11, dann haben wir immer noch das tolle Verhältnis. Ne, 6. Okay. Ja, lauf, nachdem ich dir 5-mal mein komplettes Schrotmagazin durch den Bauch gedämmert habe. Lauf noch vital durch die Tür. Okay, hier sind jede Menge Leichen. Und noch unsere nicht. Noch nicht. Moment, das ist destruktiv. Vergesst es. Do you know what it does to you, James? When you're hated, picked on, spit on, just because of the way you look, after you've been laughed at your whole friggin' life,
ran away after I killed the dog? Ran away like a scared little girl. Yeah, I killed that dog. It was fun. It tried to chew its own guts out. Finally died all curled up in a ball. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. He's gonna have a hard time playing football on what's left of that knee. You think it's okay to kill people? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James! This town called you too! You and me are the same! We're not like other people! Don't you know that? Let's party! Yay! Okay, knallen wir ihn ab und dazu noch was. Der Satz eben. Du bist genau wie ich. Das hat Angela auch gesagt. Falls man sich erinnert, in der Spiegel vor der Szene. In der Szene vor dem Spiegel, als sie mit diesem Messer sich Tattoos auf den Arm machen wollte und dadurch wäre sie möglicherweise gestorben und wir sterben hier gleich auch. Aber glaub mir, Eddie, ich werde nicht versuchen, meine eigenen Gedärme zu essen, während ich mich in einen Ball zusammenrolle. Und überall hier hängen Fleischstücke. Eine interessante Ähnlichkeit mit Eddie, oder? Und ja, ich meine das ernst. Und wo ist... Ah ja, Gesundheitsdrinks. 17. Verdammt. Verhältnis zerstört. Warum habe ich keine Ampulle genommen? Ich weiß es nicht. Wow! Hey! Wieso kannst du so schnell nachladen? Du hast ja richtig Übung drin, Eddie. Hey! Ich gebe dir ein paar mehr Patronen zum Üben. Nimm meine Waffe. Nimm meine Waffe. Und zwar jeden Schuss einzeln. Aber Moment, Gesundheitsring. Okay. Weißt du, James, du bist aber auch nicht gerade der Schlauste. Oh mein Gott, Slow-Mo Death. Eddie? Alles in Ordnung? Eddie? I killed a human being. A human being. Mary. Did you really die 3 years ago? Okay, diese Szene ist wirklich die einzige Szene in den klassischen Silent Hill-Teilen, in der man gezwungen ist, einen Menschen zu töten. Gezwungen, wohlgemerkt. Man kann in Silent Hill 1 und 3 jeden am Leben lassen. Und ich würde sagen, es war Notwehr. Jetzt mal im Ernst, der hätte uns doch über einen Haufen geballert. Und mir fällt gerade ein, dass der Kampf von gerade eben... Keep off. Bleib weg. Okay, werden wir. Nein, hier ist ein Save Point. Wir werden nicht davon wegbleiben. Der Kampf von eben wäre sowas von viel einfacher gewesen mit Nahkampfwaffen. Dann schießt er die nämlich auch nicht oder kaum auf jeden Fall. Aber das war Let's Play Silent Hill für heute. Bis auf weiteres... Ja, bis dann halt, ne? Ciao.